liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin und ich zeige euch heute, wie ihr einen Sporenabdruck selber herstellen könnt. Was ihr dazu braucht, sind Pilze, von denen ihr die Sporen abnehmen könnt, eine Unterlage, wie zum Beispiel ein Schneidebrett, ein Stück Alufolie, ein Glas, Alkoholtupfer, ein Schaschlikspieß oder Zahnstocher oder was immer ihr da habt, ein scharfes Messer oder wie ich ein Skalpell, dann noch ein Feuerzeug oder ein Bunsenbrenner, einen Mundschutz und zum Schluss braucht ihr noch Handschuhe und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wie immer, wenn ihr Pilze züchtet, müsst ihr darauf achten, dass euer Arbeitsplatz sauber ist. Am besten desinfiziert ihr ihn mit Isopropylalkohol. Ihr könnt auch so ein Flächendesinfektionsmittel nehmen. Für einen Arbeitsplatz ist das in Ordnung. Für allem, was mit Pilzen in Berührung kommt, solltet ihr wirklich Alkohol nehmen, weil dieses Desinfektionsmittel hat eine fungizide Wirkung und die wollt ihr nicht, wenn da später was wachsen soll. So. Als nächstes nehmt ihr eure Unterlage und umwickelt sie mit der Alufolie. Dann habt ihr nochmal einen extra Bereich, den ihr steril und sauber halten könnt. Dann braucht ihr das Stück Alufolie. Und das wird jetzt erstmal desinfiziert. Dazu nehme ich diesen Alkoholtupfer, den es übrigens auch bei mir im Shop zu kaufen gibt. Auf bombino.de. So. Wunderbar. Das ist sauber. Dann nehme ich noch das Glas, reibe das auch nochmal mit dem Tupfer aus. Auch sauber. Wunderbar. So, dann das scharfe Messer oder wie ich hier ein Skalpell. Kurz über die Flamme gehalten, damit das steril ist. So, das reicht. Lassen wir jetzt ganz kurz abkühlen. So, dann nehmen wir uns den Pilz. Und dann aus der Mitte vorsichtig den Stiel entfernen. So, wunderbar. Schaut so aus. Das Ganze kommt jetzt auf die Alufolie, unter das Glas und fertig. Das bleibt jetzt ungefähr 24 Stunden so stehen, damit die Sporen langsam auf die Alufolie runterrieseln können. Nach ungefähr 24 Stunden ist der Sporenabdruck fast fertig. Die Sporen haben sich auf der Alufolie abgesetzt. Jetzt könnt ihr den Pilzkopf entnehmen. Der kann weg. Jetzt seht ihr, am Glas bzw. auf der Alufolie haben sich noch kleine Kondenswassertröpfchen abgesetzt. Die müssen erst noch raus. Dazu nehmen wir den Schaschlikspieß, legen den unter den Rand des Glases, ganz vorsichtig, so. Und jetzt dauert es nochmal ungefähr 12 Stunden, dann kann alles abtrocknen. Und dann ist er auch fertig zum Verpacken. Nach ungefähr 12 Stunden sind dann die letzten Kondenswassertropfen verdampft. Ihr könnt jetzt den Spieß wieder rausnehmen, das Glas entfernen, okay, den Sporenabdruck. Ihr solltet es zu Hause natürlich nicht so rumschwenken, für das Video hier ist es jetzt egal. Dann wird es gefaltet. Verpackt. So. Und schon ist euer Sporenabdruck fertig. Jetzt beschriftet ihr das noch. So. Dann wisst ihr auch, was da drin ist. Und wenn ihr das jetzt in der Zipperbeutel oder in der Dose im dunklen, kühlen, nicht im Kühlschrank aufbewahrt, dann hält es auch 5 Jahre. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schaut auf meiner Webseite vorbei. Ich freue mich, bis bald.